rufe damit Tagesordnungspunkt 13 auf. Tagesordnungspunkt 13 ist der Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion DIE LINKE, verbunden mit dem Dringlichen Antrag der Fraktion der CDU und von Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Tagesordnungspunkt 31. Es beginnt. Redezeit ist vereinbart 5 Minuten. Es beginnt die Abg. Sönmez für die Fraktion DIE LINKE. Frau Sönmez, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wie wir alle wissen, am 28. November des letzten Jahres erhielt Frau Shebnem Korucu-Fincancı den Hessischen Friedenspreis für ihren Einsatz gegen Folter und Menschenrechtsverletzungen. Knapp einen Monat später wurde sie wegen Vorwürfen angeblicher Terrorunterstützung zu einer Haftstrafe von 2,5 Jahren verurteilt. Frau Korucu-Fincancı's Einsatz und ihr Wirken für Menschenrechte ist nicht nur auf die Türkei begrenzt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielmehr erstreckt sich ihr Einsatz auf internationalen Ebenen. So war sie z.B. maßgeblich an der Ausarbeitung des Istanbul-Protokolls beteiligt, was bekanntermaßen als Standardwerk der Vereinten Nationen zur Untersuchung von Folter gilt. Sie war für den Internationalen Gerichtshof in Bosnien tätig und noch vieles mehr. Weil sich Frau Korucu-Fincancı für demokratische Rechte, Pressefreiheit, Menschenrechte und den Frieden auch in der Türkei einsetzt, wurde ihr der Prozess gemacht, und wie wir alle wissen, erhielt sie eine Strafe von 2,5 Jahren. Aber wir wissen auch, dass Frau Fincancı nicht die Einzige ist, die wegen ihres Einsatzes für fundamentale und universelle Rechte bestraft wird. Tausende von Oppositionellen, Friedensaktivistinnen, Journalistinnen, Schülerinnen und sogar vom Volk gewählte Abgeordnete, unter anderem 11 Abgeordnete der Demokratischen Partei der Völker, der HDP, befinden sich in türkischen Gefängnissen. 10 von ihnen wurde sogar der Abgeordnetenstatus entzogen. Frei gewählte Bürgermeisterinnen werden abgesetzt und durch Zwangsverwalter ersetzt. Hunderttausende sind von Kriminalisierung und Repressalien betroffen, genauso auch sehr viele oppositionelle Tageszeitungen und Fernsehsender. Aufgrund dieser politischen Lage und der herrschenden willkürlichen Rechtsprechung befinden sich fast 300 Menschen im Hungerstreik. Unter ihnen der ehemalige Abgeordnete Eren Erdem, Abgeordnete der Republikanischen Volkspartei, der CHP, und Leyla Güven, eine Abgeordnete der Partei, die HDP. In welcher Ausweglosigkeit sich diese Menschen befinden müssen und deshalb versuchen, unter Einsatz ihres Lebens auf ihre Situation aufmerksam zu machen, das können wir, denke ich, noch nicht einmal erahnen hier. Wenn man der Verleihung des Friedenspreises nun die Absicht unterstellt, Demokratie und Frieden auf der ganzen Welt zu fördern, so darf man diese Verleihung nicht als einmaliges Ereignis ansehen. So wie Demokratie und Menschenrechte universell und grenzüberschreitend sind, so muss auch das Engagement, die Unterstützung und die Solidarität grenzüberschreitend, konsequent und dauerhaft sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nun finden wir es sehr begrüßenswert, dass sich auch die Kolleginnen und Kollegen der CDU und der GRÜNEN sich unserer Initiative angeschlossen haben. Aber ich muss schon sagen, alleine die Solidaritätsbekundung reicht in diesem Fall leider nicht aus. Auch nur zu hoffen, dass die Frau Korucu-Fincancı jetzt die Haftstrafe vielleicht doch nicht antreten muss, das wird der Ernsthaftigkeit der Lage auch nicht wirklich gerecht. Die Benennung von konkreten Vorhaben, was wir jetzt genau tun wollen, das wäre hier meiner Meinung nach angebracht, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU und der GRÜNEN. Deshalb sage ich, lassen Sie uns Kontakt aufnehmen zur IHD, der Menschenrechtsvereinigung der Türkei, dessen Vorsitzende Frau Korucu-Fincancı übrigens auch ist. Lassen Sie uns prüfen, was das Land Hessen konkret zur Unterstützung gegen Menschenrechtsverletzungen leisten kann. Lassen Sie uns das Gespräch suchen mit den demokratischen Kräften in der Türkei, damit wir unserer Solidarität auch Nachdruck verleihen können und damit diese Verleihung von Friedenspreisen nicht nur
reine Lippenbekenntnisse bleiben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Sönmez. Das Wort hat damit der Kollege Heidkamp von der AfD-Fraktion. Bitte schön, Herr Heidkamp, Sie haben das Wort. So. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Gestatten Sie mir eine Klarstellung zu einer Bemerkung. Unsere Position bezieht sich ausdrücklich auf die Person von Frau Fatinci und das Vorgehen des türkischen Staates gegen Sie als Bürgerin Ihres Staates. Inhaltlich stehen wir Frau Fincanci durchaus in mehreren Punkten kritisch gegenüber. Das ist unser Verständnis von Demokratie. Frau Fincanci wurde am 19.12.2018 im Alter von 60 Jahren in der Türkei zu 2,5 Jahren Haft verurteilt. Das war nicht ihre erste Inhaftierung. Und Frau Fincanci war sich ihres Risikos voll bewusst, wie sich aus öffentlichen Äußerungen ihrerseits kurz vor der Inhaftierung belegen lässt. Sie ist eine ausgewiesene, engagierte Heldin im Kampf um Menschenrechte, gegen die Folter und gegen das ungesühnte Vergessen der Opfer und der Täter von Folterungen und Misshandlungen, insbesondere in der Türkei, wie sich anhand zahlreicher Auszeichnungen renommierter Menschenrechtsorganisationen aufzeigen lässt. Frau Fincanci kämpft seit Jahren nicht nur für ihre eigene Sache, sondern auch für Tausende, jedenfalls nach unseren Gesetzen und Maßstäben, unschuldig festgehaltene, verurteilte, gefolterte und vermisste Menschen in der Türkei. Was könnte man anderes tun, als sich der Forderung der unmittelbaren Freilassung von Frau Fincanci und den Menschen mit ähnlichen Schicksalen in der Türkei anzuschließen? Wenn man es aber nicht bei wohlfeilen und letztendlich wohl auch folgenlosen Appellen an die aktuelle türkische Regierung belassen will, muss man sich über das menschliche Schicksal der in der Türkei Verfolgten, Inhaftierten, Gefolterten und Geächteten hinausgehende Fragen stellen, und da wird es für uns ungemütlich. Die deutsche Regierung unter Frau Merkel und die EU haben mit der türkischen Regierung des Herrn Erdogan problematische Verträge abgeschlossen, die uns offensichtlich erpressbar gemacht haben. Sonst wäre die Reaktion auf die unsäglichen rechtlichen Zustände in der Türkei, einem Land, mit dem die EU seit Jahrzehnten, allerdings mit unterschiedlicher Intensität, die Aufnahme diskutiert, eine ganz andere. Die eigentlich zuständige Adresse für Ihr Anliegen, Herr Schäfer-Gümbel, wenn Sie wirklich etwas für Menschen wie Frau Fincanci erreichen wollen, ist daher nicht Ankara, sondern Berlin, wo Ihre Partei, die SPD, ja bekanntlich in einer Koalition mit Frau Merkel regiert. Wie man so etwas richtig macht, hat uns ja der bekannte Herr aus Washington in einem ähnlichen Fall mit Erfolg gezeigt. Die türkische Regierung kann sich ihre Vergehen gegen die Menschenrechte, gegen Menschen wie Frau Fincanci, nur leisten, weil sie davon ausgeht, dass wir uns selbst haben fesseln lassen. Man lässt sich eben nicht in Ankara auf einen goldenen Thron setzen, ohne für sein Land einen gewaltigen Preis für das Entgegenkommen bei eigenen Problemen und Interessen zu zahlen. Als Mitunterzeichnerin des Antrags, sehr geehrte Frau Janine Wissler, können wir Ihnen mit Ihrem Anliegen nur Erfolg wünschen. Uns fehlt nur der Glaube, dass die Lösung bei der Hessischen Landesregierung zu suchen und zu finden ist. Es kann ja aber nicht schaden, wenn Sie es trotzdem versuchen. Wir unterstützen Sie daher mit unserer Zustimmung. Wir schließen auch Herrn Boddenberg und Herrn Wagner in unsere guten Wünsche ein. Wie Bürger allerdings dieses Landes als Inhaber eines deutschen Passes einen Herrn Erdogan zu ihrem Präsidenten wählen können, ohne Reaktion der deutschen demokratischen Parteien, das wird für die AfD lange ein Thema bleiben. Wir überlassen es selbstverständlich Ihrer gnädigen Beurteilung, unsere Position als polemisch zu brandmarken. Danke.
Herzlichen Dank, Herr Abg. Heidkamp. Ich darf Ihnen gratulieren zu Ihrer ersten Rede hier im Hessischen Landtag. Und das Wort hat als Nächste die Abg. Hofmann, Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist noch gar nicht lange her, dass viele von uns hier in den Räumlichkeiten den Hessischen Friedenspreis 2018 an Shebnem Korofinantche verleihen durften, für eine mutige, vorbildhafte Frau, die selbstlos seit Jahren für die Wahrung der Menschenrechte und gegen Folter eintritt. Es hat uns, denke ich, alle schockiert und tief betroffen gemacht, dass Frau Finçantche nun kürzlich in der Türkei verurteilt wurde. Ihr droht sehr viel Ungemach. Ich selber habe vor einigen Jahren mit dem Unterausschuss Justizvollzug exemplarisch einige Justizvollzugsanstalten in der Türkei besuchen dürfen und weiß deshalb annähernd, wie mögliche Haftbedingungen dort vollstreckt würden. Wir kritisieren diese nicht nachvollziehbare, willkürliche Entscheidung und hoffen und arbeiten dafür, dass Frau Finçantche, dass diese Verurteilung nicht rechtskräftig wird, meine Damen und Herren. Es ist schon angesprochen worden, dass diese bemerkenswerte Persönlichkeit in unermüdlicher Kleinarbeit als Professorin für Rechtsmedizin, als Vorsitzende der türkischen Menschenrechtsstiftung seit Jahren eine Arbeit verrichtet, die persönlich höchst belastend ist und die auch von ihr mehr abverlangt, als sich der eine oder andere hier im Raum vorstellen kann. Sie hat es sich zur Aufgabe und, denke ich, auch zum Lebenswerk gemacht, das Unrecht von Folteropfern zu dokumentieren, damit die Täter zur Rechenschaft gezogen werden können und die Opfer, wenn möglich, rehabilitiert werden. Ich durfte, wie einige von Ihnen, Sie persönlich kennenlernen, und ich habe selten in meinem persönlichen Leben bis jetzt solch eine beeindruckende Persönlichkeit kennenlernen dürfen. Aber Frau Finçantche steht leider nur exemplarisch und beispielhaft für mehr als 100 Journalisten und Medienschaffende, die sich zurzeit in der Türkei etwa in der Untersuchungshaft befindet. Insbesondere nach dem Putschversuch im Jahre 2016 sind Menschenrechtsverletzungen in der Türkei an der Tagesordnung. Anklagen werden konstruiert im Zusammenhang mit Terrorismusvorwürfen, die oft unhaltbar sind. Tausende Strafverfahren laufen nur aufgrund der friedlichen Wahrnehmung des Rechts auf freie Meinungsäußerung. Es gibt Folter auf offener Straße. Und, Herr Präsident, meine Damen und Herren, auch wir als Hessischer Landtag und vor allen Dingen diese Landesregierung dürfen zu diesen Missständen gerade nach der Verurteilung von Frau Finçantche nicht schweigen. Im Gegenteil, wir als Land Hessen stehen in einer besonderen Verantwortung und Verpflichtung, etwa in Anbetracht unserer Partnerschaft mit der türkischen Provinz Bursa, aber auch der Tatsache, dass Frau Finçantche erst kürzlich den Hessischen Friedenspreis verliehen hat und sie damit eine von uns ist. Deshalb fordern wir mit diesem gemeinsamen Antrag die Landesregierung auf, alles erdenklich Mögliche zu tun, dass Frau Finçantche nicht inhaftiert wird, dass dieses Urteil nicht rechtskräftig wird und vor allen Dingen auch für alle anderen zu Unrecht in der Türkei inhaftierten Journalisten, Politiker,
Bürgerinnen und Bürger, dort, wo Menschenrechtsverletzungen geschehen, dürfen wir nicht schweigen, meine Damen und Herren. Ich möchte noch einen anderen Aspekt erwähnen, warum es so wichtig ist, dass wir nicht schweigen und dass wir aktiv werden. Frau Fincantieri hat in der Frankfurter Rundschau Anfang Dezember erst gesagt, ich darf zitieren, der Friedenspreis stärkt die Seele. Internationale Solidaritätsbekundungen sind wichtig. Sie können dazu führen, dass die Gegenseite sich eingeschränkt sieht in den Maßnahmen, die sie verfolgt. Man hat das Gefühl, man ist nicht alleine. Und in diesem Sinne lassen Sie uns alle Anstrengungen, vor allen Dingen die Landesregierung, unternehmen, dass Frau Fincantieri nicht ins Gefängnis kommt, dass diese Strafe nicht vollstreckt wird. Und ich darf mit dem deutschen Schriftsteller und Nobelpreisträger Heinrich Böll enden, der einmal zutreffend geschrieben hat, Freiheit wird nie geschenkt, sie wird immer nur gewonnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Hoffmann. Ich darf nun das Wort erteilen dem Kollegen Burcu von der Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Ja, lieber Herr Präsident, meine Damen und Herren! Menschen, die sich für Frieden einsetzen und dafür eine Petition unterschreiben, dürften nirgendwo auf unserem Planeten dafür angeklagt und schon gar nicht verurteilt werden. Der Fall Shebnem Fincantieri zeigt uns, dass Menschen in der Türkei, die für Sachen eintreten, die bei uns oder in anderen Demokratien als selbstverständlich betrachtet werden, sich nach wie vor einer Gefahr aussetzen. Die Verurteilung der hessischen Preisträgerin ist aufs Schärfste zu beanstanden und belegt aber auch, dass die Gefahr von Repressionen, wenn man denn nicht auf Kurs der Regierung ist, nicht nur abstrakt, sondern ganz konkret vorhanden ist. Erst wenn wir all das vor Augen halten, erst wenn uns bewusst ist, welche Ängste in der türkischen Bevölkerung dadurch entstanden sind, erst dann kann uns ganz bewusst werden, welch eine mutige Frau Shebnem Fincantieri ist. Und diese mutige Frau sagte einmal in einem Interview, dass sie doch nur ihre Aufgabe mache und dass es doch ganz normal im Leben sei. Ich finde, da war sie etwas zu bescheiden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gewiss ist ihre bisherige Tätigkeit unter diesen Bedingungen alles andere als normal gewesen. Deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich noch einmal ganz ausdrücklich beim Kuratorium für ihre Auszeichnung bedanken. Ihre Entscheidung vor wenigen Monaten sendete von Wiesbaden ein Signal aus. Ein positives Signal in Richtung derjenigen, die sich in der Türkei für Demokratie, für Menschenrechte, Frieden und Vielfalt, für Presse- und Meinungsfreiheit, aber auch für Frauen- und Minderheitenrechte einsetzen. Aber auch positiv für die türkeistämmigen Hessen und Hessen hier bei uns im Lande. Naja, vielleicht ausgenommen von einer kleinen Minderheit, aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist Ihnen sicherlich bekannt und dass wir es auch nicht hierzulande immer schaffen, alle Menschen von unserer Demokratie und vor allem von unserer Grundordnung zu überzeugen. Nun ja, ein Blick von mir aus gesehen nach rechts außen belegt das leider. Und mir liegt noch etwas auf dem Herzen. Lassen Sie mich noch einmal das ganz klipp und klar darstellen. Eine berechtigte Kritik am Handeln der türkischen Regierung dafür zu missbrauchen, um seine Vorurteile, seinen Rassismus und insbesondere seinen Hass und seine Feindseligkeit gegenüber Türken und Türken und Menschen, die aus der Türkei stammen, zu rechtfertigen, so wie es nicht wenige Rechtspopulisten und Rechtsextremisten der Vergangenheit schon öfter getan haben, wird weder von uns noch von anderen Demokratinnen und Demokraten in diesem Parlament toleriert werden. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, in unserem Welthaufen Hessen ist dafür auch kein Platz. Aber lassen Sie mich noch einmal ganz kurz zurück zur Türkei kommen. Trotz aller Sorgen, die wir schon von meinen Vorrednerinnen und Vorrednern gehört haben, um die Situation in der Türkei vor allem, gibt es Lichtblicke. Gerade viele junge Menschen und Jugendliche setzen sich geschlossener und immer stärker für Demokratie,
Vielfalt und Rechtsstaatlichkeit ein. Und genau diese Gruppe, die Frau Fingianti schon einmal treffend formuliert hat, die auf der richtigen Seite steht. Genau diese Gruppe lässt sich immer weniger mundtot von der Regierung machen. Sie nehmen mehr und mehr solche mutigen Menschen wie Fingianti als Vorbild und solidarisieren sich mit ihnen. Und unsere Solidarität, liebe Kolleginnen und Kollegen, sowohl vom Parlament als auch von der Landesregierung, sollen diese Personen heute ebenfalls erreichen. Wir haben es von meiner Vorrednerin eben gerade gehört. Manchmal können selbst solche symbolischen Gesten auch was wert sein. Und noch mehr von Nutzen und vom Wert wird sein, dass unsere Landesregierung, natürlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten, sich für die Rechte von unserer Preisträgerin und ihren Mitstreitern einsetzt und ihr der Haftantritt möglicherweise sogar erspart wird. Das wäre schön. Das wäre ein Erfolg für Menschenrechte. Abschließend möchte ich den Menschen in der Türkei alles Gute wünschen, einen respektvollen und fairen Umgang miteinander und vor allem Frieden. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Abg. Wurzel. Ich darf Ihnen gleichzeitig gratulieren zur ersten Rede im Hessischen Landtag. Nächster Redner ist der Kollege Tobias Utter, CDU-Fraktion. Herr Utter, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen, sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. So lautet der Artikel 19 der UN-Menschenrechtserklärung, die auch von der Türkei unterzeichnet wurde. Und wenn sich die Türkische Republik auch an diese Erklärung halten würde, dann wäre dieser Tagesordnungspunkt nicht nötig. Doch leider hat sich die Situation der Menschenrechte in der Türkei seit dem Putschversuch, den wir entschieden verurteilen, rasant verschlechtert. Wir als CDU-Landtagsfraktion bedauern die Verurteilung von Frau Prof. Dr. Fingianti in der Türkei. Sie wurde Ende letzten Jahres wegen sogenannter Terrorpropaganda zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie 2016 die Friedenspetition "We will not be a party to this crime" unterschrieben hat. Für ihren unbeirrbaren Einsatz für den Frieden und die Menschenrechte wurde ihr am 28. November 2018 der Hessische Friedenspreis verliehen. Darüber hinaus hat sie sich an einer Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen durch das türkische Militär 2015 und 2016 in der kurdischen Stadt Çitre beteiligt. Die Dokumentation von Folter als unentbehrlicher Teil des Folterschutzes ist eng verbunden mit dem Namen der türkischen Medizinprofessorin Fingianti. Unter anderem ist sie eine Mitverfasserin des sogenannten Istanbul-Protokolls, das als internationales Standardwerk der Vereinten Nationen zur Untersuchung und Dokumentation von Folter weltweit anerkannt ist. Da das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, hegen wir die Hoffnung, dass Frau Fingianti vom Berufungsgericht freigesprochen wird. Es bleibt zu wünschen, dass Menschenrechte, Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei wieder den Stellenwert bekommen, den sie in einer Demokratie haben müssen. Wir hoffen, dass auch die zahlreichen inhaftierten Journalisten, Wissenschaftler, Intellektuellen und demokratisch gewählten Abgeordneten ganz bald wieder freikommen. In unserem Koalitionsvertrag haben wir festgehalten, die Türkei und Deutschland verbindet eine historische Freundschaft. Die Partnerschaft zwischen der Provinz Bursa und Hessen existiert schon seit vielen Jahren.
Wir wollen und werden diese Partnerschaft auf der Grundlage von Freiheit, Demokratie und gegenseitigem Respekt aufrechterhalten und weiterführen und ermuntern die Kommunen, dem zu folgen. Zitat Ende. Die Türkei macht es uns nicht leicht, die Partnerschaft weiterzuentwickeln. In der heutigen Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen wird im Brief aus Istanbul eine ernüchternde Bilanz gezogen. Die AKP-Regierung war angetreten, gegen drei Phänomene vorzugehen, gegen Armut, Verbote und Korruption. Während sie anfänglich durch erste Erfolge Hoffnungen nährte, ist die Situation heute in allen drei Bereichen schlechter als zu Beginn der AKP-Herrschaft. Auch wenn die letzten Wahlergebnisse die Lage in der Türkei nicht verbesserten und die Frau Ministerin hat das hier in diesem Haus ausdrücklich bedauert, so haben sie doch gezeigt, dass eine große Anzahl der türkischen Bürgerinnen und Bürger sich eine demokratischere Türkei wünschen. Denn es stimmt, wie die Überschrift des Artikels heißt, das Volk zahlt den Preis für die Alleinherrschaft. Viele gut ausgebildete Menschen verlassen die Türkei, weil sie dort keine gute Perspektive für sich und ihre Kinder erkennen können. Der Landtag bittet die Landesregierung, sich im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Mittel und gemeinsam mit der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass Frau Fincancı die verhängte Haftstrafe nicht antreten muss. Die Vorgänge in der Türkei zeigen, dass die Auszeichnung von Frau Prof. Fincancı mit dem Hessischen Friedenspreis eine gute und richtige Entscheidung war. In seiner Laudatio betonte Bischof Wolfgang Huber, der frühere Ratsvorsitzende der EKD, keine Absicht rechtfertige, was mit der Integrität eines Menschen geschehe, wenn er gefoltert werde. Man muss heute bei dieser Preisverleihung auch an die Menschen denken, die jetzt in der Türkei gefoltert werden, sagte Huber. Aus Freundschaft zur Türkei ist uns die Entwicklung dort nicht gleichgültig. Aus Freundschaft schweigen wir nicht. Herzlichen Dank, Herr Kollege Utter. Ich darf jetzt das Wort erteilen Herrn Dr. H.C. Hahn für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bedanke mich ausdrücklich namens der Fraktion der Freien Demokraten bei meinen Vorrednern, die sehr präzise und auch teilweise sehr emotional und das vollkommen zu Recht die Leistungen hervorgehoben haben, die auch letztlich die Jury unter Leitung, glaube ich, von Herrn Staatssacher dazu gebracht hat, dass Frau Dr. Şebnem Fincancı den Hessischen Friedenspreis bekommen hat. Es war richtig so. Sie hat ihn auf alle Fälle verdient. Und deshalb geben Sie mir bitte die Möglichkeit, etwas intensiver auf das einzugehen, was Frau Kollegin Hoffmann und jetzt gerade sehr intensiv auch noch einmal Tobias Utter von diesem Pult aus gesagt haben. Wir unterstützen die Anträge, damit das auch vollkommen klar ist. Sie werden es aber gleich merken, warum. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja kein Geheimnis, dass ich persönlich der Treiber des Engagements des Landes Hessen in der vorletzten Legislaturperiode gewesen bin, dass es eine Annäherung zwischen Hessen und der Türkei gibt. Ich war motiviert damals auf der einen Seite von den vielen türkeistämmigen Männern und Frauen, die in unserem Lande leben, die Teil unserer hessischen Gesellschaft sind, wo ich aber der Auffassung war, dass es auch eine Ehrerbietung gegenüber das Land ihrer Eltern und Großeltern ist, wenn man sich als Bundesland intensiver mit auseinandersetzt. Es war bewusst, es war vorsätzlich, und danke, dass Sie uns dann auch begleitet haben mit einem einstimmigen Beschluss in diesem Hause, dass wir letztlich eine Länderpartnerschaft mit der Region, nicht nur mit dem Teil, sondern mit der Region Bursa abgeschlossen haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich nach 7 Jahren
schaue, was aus diesem Kind geworden ist und warum so wenig daraus geworden ist, so stimmt mich das traurig. Und Frau Puttrich weiß, dass das in keinster Weise ein irgendwie gearteter Angriff auf die Landesregierung jetzt ist, sondern ich will es sehr hart formulieren. Die Türkei von 2010 und die Türkei von 2019 sind zwei total verschiedene Paar Schuhe. Ja, es gab Leute, die uns bereits 2010 gesagt haben, in den Anhörungen, Vorsicht an der Entscheidungsstraße, die Entwicklung der AKP und die Entwicklung insbesondere ihres Vorsitzenden würde nichts Gutes erwarten lassen. Aber hätten Sie mich damals gefragt, ob mein Verhandlungspartner, der Verhandlungspartner des Landes Hessen, der damalige Ministerpräsident, Wali ist die Amtsbezeichnung, Herr Harput, seit 2 Jahren im Gefängnis sitzt, das hätte ich niemals für möglich erachtet. Da hat sich etwas vollkommen geändert. Und meine lieben Kolleginnen und Kollegen, manche finden das ja immer lustig, sich darüber lustig zu machen. Ich bin stolz darauf, die Ehrendoktorwürde der Universität Uludag in Bursa zu haben. Nur, liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich diese Ehrendoktorwürde vor 4 Jahren verliehen bekommen habe, waren Menschen dort, die mich ausgezeichnet haben. Wenn ich heute im Internet der Uludag-Universität in Bursa nachschaue, niemand ist mehr da. Niemand ist mehr da. Da ist ein Prozess vonstatten gegangen, der möglicherweise etwas, lieber Tobias Utter, Sie haben das eben schon angesprochen, mit dem, ich finde, in meinen Augen hervorragenden Brief aus Istanbul heute in der FAZ zu tun hat, dass man total wortbrüchig geworden ist, dass man, auf Türkisch heißt das die 3 Y, auf Deutsch würde das heißen, man wollte gegen Armut, man wollte gegen Verbote und man wollte gegen Korruption vorgehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie sich heute den Index Korruption anschauen, dann müssen Sie lange, lange suchen, wenn Sie von oben anfangen, wo die Türkei steht. Das alles macht mich unheimlich traurig, weil wir haben enge Beziehungen als Deutschland mit der Türkei, über Jahrhunderte gewachsen, und gemeinsame Projekte gemacht, meistens im Guten, manchmal auch nicht ganz im Guten. Aber das gehört auch zur Geschichte dazu. Und deshalb lassen Sie mich schließen, Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Es ist schon schade, Herr Kollege Utter, dass viele Türken ihr Land verlassen. Ich kann Ihnen aber berichten, ich kenne eine Reihe von Petitionen. Da setzen sich hier in Deutschland, in Hessen lebende Türken dafür ein, dass ihre Familienmitglieder noch die Möglichkeit haben, die Türkei zu verlassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Rechtsstaat ist das wirklich nicht. Ja, wir müssen uns einsetzen, und ich bin fest davon überzeugt, die Landesregierung wird dieses tun für unsere Preisträgerin. Aber sie ist leider, leider nur ein Symbol für eine Vielzahl von verurteilenswerten Dingen, die in der Türkei gerade stattfinden. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Hahn. Bevor ich der Landesregierung, und zwar Frau Staatsministerin Puttrich, das Wort erteile, möchte ich all diejenigen, die sich schon darauf gefreut haben, den Tagesordnungspunkt 15 heute noch zu besprechen, mitteilen, dass dieser von der Tagesordnung jedenfalls nach der Vereinbarung der Geschäftsführer abgesetzt wird und ins nächste Plenum geschoben wird. Ich bitte sehr um Verzeihung. Es tut mir auch schrecklich leid. Ich habe hier schon Wortmeldungen liegen. Aber das machen wir im nächsten Plenum in aller Freude. Nein, Wortmeldungen. Keine Fortmeldungen, sondern Wortmeldungen. So, damit darf ich der Landesregierung das Wort erteilen. Frau Staatsministerin Puttrich, bitte schön, Sie haben das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! In den vergangenen 2 Jahren haben wir uns häufig in diesem Haus mit der politischen Situation in der Türkei beschäftigt. Insbesondere seit dem Putschversuch am 15. Juli im Jahre 2016 lässt Präsident Erdogan mehr oder weniger willkürlich Menschen verhaften und entlassen, Medienanstalten schließen
Unternehmen und Kommunen unter staatliche Verwaltung stellen. Das heißt, die Türkei entfernt sich immer weiter von einem demokratischen Rechtsstaat. Wer sich kritisch gegenüber dem Staatspräsidenten und seiner Politik äußert, muss damit rechnen, unter dem fadenscheinigen Vorwurf der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verhaftet und angeklagt zu werden. So geht es auch Frau Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Trägerin des Hessischen Friedenspreises, die am 19. Dezember 2018, wie er nun schon häufiger angesprochen wurde, heute zu einer Haftstrafe von 2,5 Jahren verurteilt wurde. Zusätzlich hat die Universität oder in Folge hat die Universität Istanbul die international bekannte Ärztin im Januar aufgrund des gegen sie verhängten Urteils entlassen. Somit ist ihr auch noch die berufliche Existenz ein Stück entzogen worden. Frau Prof. Fincancı wird zu Last gelegt, dass sie Anfang 2016 mit vielen anderen Wissenschaftlern, Intellektuellen, Ärzten und Künstlern aus der Türkei und dem Ausland eine Friedenspetition, wie sie schon von Tobias Utter benannt wurde, unterschrieben hat. Unter den Unterzeichnern waren auch Professoren hessischer Hochschulen. Sie haben das getan, was für uns vollkommen selbstverständlich ist. Sie haben ihre Meinung geäußert, wie Deniz Yücel, Meşale Tolu und viele andere mutige Bürgerinnen und Bürger tritt Frau Prof. Fincancı für eine rechtsstaatliche und demokratische Türkei ein. In der vergangenen Legislaturperiode habe ich insbesondere wegen unserer Regionalpartnerschaft mit der Provinz Bursa, die uns auch in einer besonderen Art und Weise verpflichtet, die Türkei besucht. Mitglieder des Hessischen Landtags aus allen Fraktionen, die dort vertreten waren, haben mich damals begleitet. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe damals in Bursa, in Istanbul und in Ankara Gespräche mit Vertretern der türkischen Regierung, auch der Opposition, mit NGOs, mit Journalisten sowie Vertretern aus Wissenschaft und Kultur gesprochen. Und dadurch habe ich einen persönlichen Eindruck der Lage in der Türkei gewonnen, der alles andere als aufmunternd ist. In diesen Gesprächen habe ich mich für eine Freilassung aller Personen ausgesprochen, die im Gefängnis sitzen, weil sie von ihrem Recht auf Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht haben. Ich habe die Abkehr der Türkei von einer demokratischen Staatsform bemängelt und die Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze gefordert. Wir, Deutschland, die Europäische Union und die internationale Staatengemeinschaft müssen uns zu dieser Entwicklung mit allen verfügbaren Mitteln entgegenstellen. Wir müssen die Zivilgesellschaft in der Türkei unterstützen und damit stärken. Wir müssen uns für Presse- und Meinungsfreiheit einsetzen, und wir müssen rechtsstaatliche und demokratische Standards auch entsprechend einfordern. Und das ist uns alles andere als egal. Viele von Ihnen haben Frau Prof. Fincancı bei ihrem Besuch in Hessen und bei der Verleihung als Friedenspreisträgerin als mutige Frau kennenlernen dürfen, und sie hat Eindruck hinterlassen. Die Hessische Landesregierung wird sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten selbstverständlich dafür einsetzen, dass sie in der Berufungsinstanz ein faires und rechtsstaatliches Verfahren bekommt. Darüber hinaus wird sich die Hessische Landesregierung auch weiterhin für alle Menschen unabhängig in ihrer Herkunft einsetzen, die sich mit friedlichen Mitteln für Menschenrechte und Frieden einsetzen. Seien Sie außerdem versichert, dass ich den Gesprächsfaden mit der Türkei nicht abreißen lasse, und nicht nur ich, sondern auch die Mitglieder des Hessischen Landtages, die sich unserer Partnerschaft verpflichtet fühlen und wir weiterhin den Dialog suchen, so schwierig das auch ist. Besten Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Puttrich. Damit sind wir am Ende der Aussprache. Ich frage, sollen die Anträge überwiesen werden oder abgestimmt werden? Sollen abgestimmt werden? Alles klar. Dann beginne ich mit dem Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion DIE LINKE mit der Drucksachennummer 20/67. Wer für den Antrag ist, den bitte ich um das Handzeichen. Ist jemand gegen den Antrag? Enthält sich jemand der Stimme?
Damit ist der Antrag mit den Stimmen der Fraktionen der CDU und von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN abgelehnt. Ich komme damit zum Antrag der Fraktion der CDU und Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Hier hat mich der Geschäftsführer der Fraktionsgeschäftsführer der Fraktion von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Herr Schaus, darüber informiert. Linke. Bitte vielmals um Verzeihung. Ich finde trotzdem, dass bei der gar nicht so schlechten Stimmung heute hier im Hause auch solche Dinge durchaus. Aber nein, wollen wir weitermachen. Herr Schaus von der Fraktion DIE LINKE also hat mich darüber informiert, dass er die Ziffer 5 bitte getrennt von den anderen Ziffern abgestimmt haben möchte. Insoweit lasse ich zuerst über die Ziffer 5 abstimmen. Wer für die Ziffer 5 stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Ist jemand gegen die Ziffer 5? Enthält sich jemand bei der Ziffer 5? Damit ist die Ziffer 5 bei Enthaltungen der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion der AfD angenommen. Ich lasse jetzt über die weiteren Ziffern abstimmen. Wer für die Annahme der weiteren Ziffern ist, den bitte ich um das Handzeichen. Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit haben wir die anderen Ziffern einstimmig so angenommen. Ich bedanke mich sehr herzlich. Wir sind damit am Ende der Tagesordnung angelangt. Ich bedanke mich für abwechslungsreiche Debatten, für einen größtenteils fairen Umgang und wünsche Ihnen noch einen guten Abend. Bis zum nächsten Mal.